Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Fire Emblem Fates Conquest. Wir sind hier zurück und ja, sind immer noch dabei, diese Söldner auszuschalten, die uns von Arthurs Sohn trennen. Und um das zu tun, gehen wir hier langsam vor. Und dürften dieses Mal sogar unsere Ritterin verwenden. Wir können sie zum General oder zum Erzritter aufwerten. Also Erzritter ist sie natürlich ziemlich schneller, aber hey. Was kann sie? Sie kann Schwerter und Äxte benutzen, aber als General? Für Anführer gibt es noch mehr Verteidigung, also. Wir machen sie zum General, weil ich glaube, einen Erzritter haben wir sogar schon mit Silas. Und ich mag gerne ausgewogene Klassen, auch wenn es Situationen gibt, wo man vielleicht lieber dieselbe Klasse zweimal hat. Aber ich mag diese heftig gepanzerten besonders gut. Sie kriegt noch Bewegung dazu. Das ist ziemlich, ziemlich gut. So, er könnte sogar jetzt hier ihr eine Axt geben. Welche haben wir denn? Die sind alle D, okay, dann muss ich warten, bis ich eine bessere Axt finde, wie zum Beispiel die Eisenaxt. Die müsste, oder? Die Eisenaxt ist auch D, das ist natürlich nicht gut. Okay. Der hier kann vorgehen, aber ich möchte ihm eigentlich nicht noch mehr zumuten. Der hat eine bessere Verteidigung. So, warten wir hier, weil dann können wir hier Pflege einsetzen. Und er hat sogar noch ein Level abbekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und Mosu auch noch. Mosu hat eigentlich auch schon eine ziemlich gute Verteidigung, muss man sagen. Mit 13. Oh, der kann sogar schießen. Das habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Also umso besser für... Oh je. Der ist gar nicht mal so schwach mit 2x4. Boah. Er hat eine 30%ige Crit-Chance und kann sie nicht wahrnehmen. Wow. Wow, wow, wow. Dafür hat Beruka ein Level up. Und das ist sogar noch wichtiger als... Oh je. Das ist jetzt natürlich Scheibenkleister, dass er so weit vorgestoßen ist. So, wir gehen mal etwas zurück mit euch beiden. Ich glaube, der könnte die auch hier erreichen. So, erstmal wieder pflegen. Das Problem nämlich mit ihm ist, wenn er uns verschiebt, dann können zum Beispiel die ganzen Reiter vielleicht uns angreifen und das will ich nicht unbedingt. So, warten. Und warten. Was aber dafür dann gut ist, ist die Sache hier. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Ja, ich weiß, wir nehmen wahrscheinlich hohen Schaden, aber... Sehen wir es mal auf der anderen Linie. Wenn sie nämlich viel sinkt, kriegt sie vielleicht ihr Level ab. Oder zumindest kriegen wir einen Bonus. Also ist kurz vorm Level Up sogar. Und er kann nochmal zuschlagen und die EP abstauben. Und er kriegt noch ein Level Up. Das ist jetzt der
dritte Level ab in diesem Kampf. So, und sie kann sich dann um ihn kümmern, oder? Na, mach mal erstmal das. Und sie kriegt gut Level. Dann... So, warten wir hier. Und können hier warten, weil dann kann... Oh, die können sogar tau... Oh. Zeit der wahren Gerechtigkeit zum Sieg zu helfen. Okay, er ist im Übrigen des Todes. Es tut mir leid. Ich hoffe, wir kriegen ihn und müssen ihn nicht capturen. Weil ich hatte niemanden zum Capturen dabei. Ah, gut. Dann passt doch alles. Okay. Zweiundzwanzig und zehn, ja, komm. Die Trefferschuss steigt von denen sogar, wenn ich die andere Waffe nehme. Ah, kurz vom Level ab. So, dann machen wir noch den hier. Meine Einheiten kommen langsam hoch. Oh, und noch geritzt. So, dann mal gucken, wie es mit ihm aussieht. Wir nehmen Donner, weil das die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Dann... das sieht gut aus, weil dann kann nämlich... Ich krieg zwar Schaden, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir kriegen keinen Schaden. Es ging mir darum, dass Odin vielleicht noch ein paar EP bekommt. Und das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Perfekt. Sie steigt und steigt, nur noch 7 Level. Das Schlechte ist halt, also ich mache das ja wegen, damit sie die volle Level erhalten. Denn je mehr Level oder je besser die Level sind, umso besser sind die Leute dann ausgerüstet. So, jetzt machen wir... Perfekt. Ja, warten wir hier. Oh, so kommt mir so weit vor. Oh, ich hätte sogar angreifen können. Gut, er ist im Vor, das ist eben mein Punkt. Gut, da können wohl dann nicht alle zuschlagen. Oder vielleicht auch doch. Oh, gut, daneben. Das ist jetzt natürlich noch das Schlimmste. Okay. Er hat einige HP wieder regeneriert. Ja. Das sieht nicht gut aus. Äh,
So, 14 mit 91 Wahrscheinlichkeit. Ja, nehmen wir das, das ist nur das beste Pferd im Stall. Perfekt. Bitte sag, oh, Verteidigung ist gut. 18 und 7, wenn wir Glück haben, schaffen wir es. Yep, und wir haben Glück. Damit sollten wir eigentlich durch sein. Das sollte jetzt hier kein großes Problem mehr sein. Gibt es noch irgendwo Glitzer? Nö. So, dann bewegen wir aber trotzdem unsere Leute, denn ich hab das beunruhigende Gefühl, wir könnten sie gebrauchen. Ich habe so das Gefühl, dass noch mehr Söldner kommen. Elf, das ist gut. Oh, scheiße. Oh, ich habe immer Angst, dass er auch noch eine 4%ige Crit-Wahrscheinlichkeit hat. Das macht das Ganze nämlich immer ziemlich tödlich. Azura und Odin haben wirklich das meiste gemacht. Die haben 10 ausgeschaltet. Es tut mir leid, Percy. Es war nie meine Absicht, dich im Stich zu lassen. Da du in Sicherheit warst, dachte ich, dass meine Aufgabe getan ist, bis du älter bist. Ich habe in epischem Ausmaße versagt. Bitte verzeih mir. Von nun an wäre es mir eine Ehre, dich als mein Helferlein an meiner Seite zu wissen. Oder ich bin deins. Egal. Hauptsache, wir sind das Duo der Gerechtigkeit. Wirklich, Paps? Heißt das, dass du mit mir im Geheimen Reich leben wirst? Nein, ganz im Gegenteil. Nie wieder kehrst du dorthin zurück. Paps, meinst du das wirklich ernst? Ich kann hier bei dir bleiben? Hörbar! Genau hier, an meiner Seite. Was ist los? Habe ich etwa wieder etwas falsch gemacht? Nein, ich bin nur so glücklich. Ich wollte nicht, dass du mein Erzfeind wirst, Paps. Wirklich nicht. Das hier ist, was ich immer gewollt habe. Hoho! Und im Nu ist das starke Band zwischen Vater und Sohn erneut geflochten. Hä? Was ist mit deinem Drachen? Warum bist du denn das aufgebracht? Ruhig, mein Großer. Das sind Krallen, die du da gerade ausfährst. Aufhören, Ace. Schnapp nicht nach Paps. Er hat nichts Böses getan. Percy, dein treues Ross starrt mich an, als ob ich eine Fleischplatte wäre. Ace, ich bin nicht traurig, ich bin glücklich. Hörst du? Glücklich. Wir bleiben jetzt bei Paps. Wir müssen nicht mehr im Geheimreich leben. Er weicht zurück. Gute Junge, Ace. Gute Junge. Bei den Göttern, ich dachte, du müsstest mich gleich aus seinen Zähnen pulen. Schön, dass alles geklärt ist. Du und dein Drache seid bei uns herzlich willkommen. Hoi, vielen Dank, Paps. Ich kann es kaum erwarten, von dir zu lernen, wie man ein besserer Held wird. Ich freue mich so, dich an meiner Seite zu haben, Percy. Bereit, das Böse zu bekämpfen im Namen des Guten, als du der Gerechtigkeit. Ha, ja! Ein Glück, dass sich alles zum Guten gewendet hat. Hoffentlich. War das die letzte Vater-Sohn-Auseinandersetzung in unserer Gruppe? Er weiß seine eigene wohl nicht zu schätzen. ja. So, es ist spät, es ist dunkel. Es munkelt einer, dass wir in der Lotterie nichts gewinnen können. Okay, ja, dadurch, dass wir schon 2 Männer verloren haben, haben wir auch 2 Kinder verloren, wie ich erfahren musste. Eine Bronze-Axt, das ist gar nicht mal schlecht, das kann ein Ding nehmen. Gleich mal ausrüsten.
Effi, die kann nämlich jetzt mit Äxten umgehen und Bronzeaxt ist eh. Ja, perfekt. Haben wir sonst noch jemanden? Er hat 18. Odin ist mit 15 noch am weitesten. Ja, wir müssen ein paar. Gibt es eigentlich auch Bücher in anderer Farbe? Bücher. Affengeist. Nosferatu, das ist gar nicht mehr schlecht, weil das regeneriert Leben. So. Was haben wir hier für Unterstützung? Arthur mit Percy, das ist logisch. Leo mit Mosu ist auch gut. Odin und Azura sind auf S-Level gelandet. Ja, Effi mit Percy, gut. Hören wir uns doch noch das an. Ja, genau. Und ich bin mir sicher. Milady, wie schön, dass ihr meine Bitte nachkommt, euch mit mir zu treffen. Aber natürlich, Odin. Ich wollte dir nochmal danken. Ich bin neuerdings so fröhlich. Sehr gut. Ich habe dann nämlich noch einen Glückszauber, den ich euch zeigen wollte. Noch ein Zauber? Aber der letzte war doch sicher völlig ausreichend. Unser Gespräch über Ängste hat mich sehr inspiriert. Also erschuf ich diesen Zauber. Er sorgt für eine glückliche Zukunft, anstatt nur die Vergangenheit zu beeinflussen. Erlaubt mir euch nun meine jüngste Kreation zu präsentieren. Das gnadenlose Glücksgewitter. Ich habe euch heute hergebeten, um euch diesen Zauber vorzuführen. Nichts Aufwendiges diesmal, es wird im Nu vorbei sein. Benötigt dieser Zauber auch wieder ein Ritual? Oh, da aber selbstverständlich, woher wusstet ihr? Ihr müsst einfach wieder ruhig dastehen, während ich eure Aura erfühle. Sobald Zeit und Raum aufeinander abgestimmt sind, spreche ich den Zauber. Dann wollen wir mal. Bleibt genauso stehen, ja? Und dann los geht's. Ich denke, dass ich auch ohne den Zauber... Bitte, ich bestehe darauf. Bitte, macht einfach die Augen zu. Es ist gleich vorbei. Also gut. Der finstere Odin beschwört die Kräfte des Lichts. Hört mich an, Licht. Meine Güte, er macht es schon wieder. Genau wie neulich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles nur Effekthascherei ist. Bestimmt. Ich muss etwas unternehmen, bevor das Ganze noch peinlicher wird. Odin, das war ja wieder ein toller Zauber. Und er wirkt auch schon. Im Ernst? Wunderbar. Dann dürft ihr jetzt eure Augen wieder öffnen. Odin? Warum kniest du denn vor mir? Und warum hast du den einen Ring in der Hand? Da ich wusste, dass ich einst in meiner Zeit zurückkehren muss, wagte ich es nicht. Aber ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich muss dir einfach meine Liebe gestehen. Dies war der Zauber, von dem ich sprach. Eigentlich ist es mir ein Versprechen. Ich gelobe, alles zu tun, um dich glücklich zu machen. Wirst du die meine? Odin, ich... Ja, natürlich. Also wenn du nicht willst, dann... Halt! Du möchtest meine Frau werden? Ohne dich würde ich nur über Vergangenes nachgrübeln. Du machst mich so glücklich. Ich bin von deinen Ritualen zwar nicht begeistert, aber ich gewöhne mich daran. Vielleicht habe ich irgendwann Spaß daran, mich vor anderen zum Narren zu machen. Ich kann gar nichts fassen. Ich bin so glücklich und erleichtert. Also Schatz, wollen wir den Zauber zu Ende bringen? Ich denke, wir sollten es für heute mit der Zauberei gut sein lassen. Lass uns allen die gute Nachricht erzählen, jetzt gleich. Ich gehe schon mal vor. Aber das wird dann mit dem Zauber. Das Beste kommt doch erst noch. Azura! Eine Nebenquest ist verfügbar. Müssten da zwei verfügbar sein? Moment, das check ich out. Check it out now. So, Brother, check it out now. Ja doch, sag ich doch, zwei. Odin trifft Dorf und Azura trifft Sohn. So. Dann. Wie kann man seine Freizeit am besten verbringen? Ich gebe selten dem Verlangen nach Schlaf nach. Ich ordne meine Waffen. Azura und Kase.
gute Form für ihn. Frisches Fleisch. Fresh Meat. Wow, da haben aber viele eine gute Stimmung. Oh, ein Accessoire will sie. Dann nimm ein weißes Tuch. So, dann... Weizen? Minenarbeiter. Warum musst du auch in der Mine arbeiten? Lilith Tempel. Geben wir hier gleich mal was zu mümmeln. Ist ja selbstverständlich. Das machen wir noch mit. Magiebeeren. Die sind weg wie nichts. Level 25. Das sieht doch gar nicht mehr schlecht aus. Und wir kriegen noch mehr Gold. Die müssen wir langsam mal verkaufen. Haben wir eigentlich noch irgendwelche Gebäude zum Bauen? Nee, aber wir können was aufwerten. Was macht denn Sinn? Platz der Reisenden, Ruhmeshalle, Abenddrache. Wir machen den Abenddrachen. Das ist besser zur Verteidigung. So, dann die Gespräche noch. Und das ist ein Event. Wir haben ein Event erreicht. Eure Verbindung wurde gestärkt. Etwas Neues könnte geschehen. I feel like I don't know how to act romantically. Am I doing okay? Ja, du machst doch ganz okay. So, wir können noch jemanden einladen. Laden wir mal Jakob ein. Die männliche... Verzeiht die Störung, hier laut eine WE, aber ich habe einiges zu besprechen. Ich stehe euch jederzeit zur Verfügung. Beziehung muss man pflegen. Jakob ist gut gelaunt gegangen. So. Okay, ja, wir kommen noch zum letzten Rest. Ich weiß, wir überziehen etwas, aber... Wir müssen noch in die Arena, warum auch nicht? Ich meine, die Arena... Wow. Ja, dann gehen wir in den Kampf. Ich, sorry, bei euch bin ich, aber ich würde sagen Effi vorne, weil die hat die bessere Verteidigung. Ah, gegen General und Kämpfer. Die durften eigentlich keinen Schaden machen. Aber 7 und 1. Achso, die ist ja selber General. Eigentlich müsste seine Verteidigung runtergegangen sein und wir müssten mehr Schaden machen, wenn der Schild weg ist. Fisch und jetzt General und Gesetzloser. Ah, komm, das schafft ihr. Ich glaube an euch, ich vertraue euch. Ja. Boah, die 2%ige Chance. Der Gesetzlose ist ja völlig sinnfrei. Ja. Ich wusste doch, Effi kann man vertrauen. Die ist richtig heftig. Besonders jetzt, wo sie General ist. Da glaube ich einfach dran. Okay. Ich freue mich, dass wir so weit gekommen sind und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen!